Hallo, wenn du Ebenen gegeben hast, könnte es interessant sein zu wissen, ob diese Ebenen parallel sind. Wenn du nur wissen möchtest, ob sie parallel sind oder nicht und nicht vielleicht die Schnittgerade ausrechnen möchtest, falls sie nicht parallel sind und so weiter, dann empfiehlt es sich, normalen Vektoren der Ebenen zu vergleichen. Wenn du eine Ebene in Parameterform hast, dann hast du noch keinen normalen Vektor und musst erst einen bilden. Du kannst das machen mit Gleichungen, mit einem Gleichungssystem. Das Verfahren zeige ich hier nicht. Habe ich in den Filmen gezeigt, wo es darum ging oder in denen es darum ging, aus einer Ebene in Parameterform eine Darstellung in normalen Formen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.